Grüß Gott und herzlich willkommen zu den Wochenhighlights unserer Tagessendung. Zum 49. Mal wurde der Dr. Toni und Rosa Russ-Preis an außergewöhnliche Vorarlberger verliehen. Heuer durfte sich Soul-Musiker George Nussbaumer über die Auszeichnung freuen. Mit dem Dr. Toni und Rosa Russ-Preis werden seit nunmehr 49 Jahren Personen ausgezeichnet, die sich durch ihr persönliches Engagement auf beruflicher, aber auch privater Ebene hervorheben und so dem Land und seinen Menschen wertvolle Dienste leisten. Naja, wir freuen uns unglaublich über George Nussbaumer als Preisträger. Wir zeichnen ja mit dem Toni und Rosa Russ-Preis einmal im Jahr private Initiative aus und das ist bei ihm besonders zutreffend. Weil er als Musiker, als einer, der Inklusion besonders vorangetrieben hat und er vor allem das Miteinander, oder, von Menschen mit und ohne Handicaps deutlich vorangetrieben hat und deutlich vereinfacht hat und ganz unkompliziert dieses Verhältnis verbessert hat. So wurde in den gestrigen Abendstunden George Nussbaumer für sein Lebenswerk, für sein erfolgreiches Wirken als Künstler, aber auch für sein großes Engagement für Inklusion sowie sein gelebtes Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ausgezeichnet. Er konnte es kaum glauben, heute diesen Preis in Empfang nehmen zu dürfen. Für mich jetzt insofern ein sehr hoher Stellenwert, weil es einfach eine Ehrung ist für das, was ich halt so die letzten paar Jahre so gemacht hier und auch immer noch mache. Und was es wirklich genau für einen Stellenwert hat, das sieht man dann, glaube ich, erst, wenn man sich einmal ein bisschen daran gewöhnt hat. Aber es ehrt mich auf jeden Fall sehr und es ist fast zu viel der Ehre. Also man muss die so ausheben. Die Resonanz ist sehr gut gewesen, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich auch wirklich, jetzt erst irgendwie gerne glauben können. Und dieser Abend jetzt da, das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Das weiß ich sehr zu schätzen, das erlebt man, glaube ich, bloß einmal im Leben und bin sehr gespannt, wie das alles wird heute. Einer, der in seinem Freund und Bühnenpartner einen überaus würdigen Preisträger, der diese Auszeichnung sehr verdient hat, sieht, war auch Laudator Stefan Vögel. Ja, er hat eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche optimistische Lebenseinstellung und er riest einem einfach mit. Also ich sage das nicht nur so, sondern ich weiß das. In unserem Job ist man oft ein bisschen auf und ab. Und er lässt einem nie hängen und er lässt sich nie hängen. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß und es überträgt sich auf einen. Und das ist etwas, wo man relativ selten trifft. Mit dem Dr. Toni und Rosarus-Preis wird also Persönlichkeiten des Landes, die sich durch besonderes Engagement auszeichnen, gedankt. Heuer war es George Nussbaumer, der diese Auszeichnung genauso wie die 48 Preisträger vor ihm sehr verdient hat. Die Spaziergänger der Feldkircher Innenstadt staunten am Dienstag nicht schlecht. Ein Fernseher auf zwei Beinen unterhielt das Publikum und animierte zum Mitmachen. In der Feldkircher Innenstadt gab es Dienstagvormittag Fernsehen der anderen Art. Ein gut 2,30 Meter großer Lieferant trug eine TV-Box quer durch die Straßen, vorbei an verwunderten Passanten. Auf dem Bildschirm kein herkömmliches Programm. Der Moderator ist tatsächlich live im Bild. Er wird zum Schauspieler, Puppenspieler, Zauberer und Sänger, agiert mit dem Publikum und bindet sich spielerisch in das Geschehen mit ein. TV Imond heißt der Programmpunkt, der als Teil des Festivals Lurga und Losna für Unterhaltung sorgt. Hinter der riesigen Figur mit dem Fernseher im Arm steckt eine Künstlergruppe aus Frankreich. Die Spaziergänger wirken von dem ungewöhnlichen Bild völlig in den Bann gezogen. Während Erwachsene sich noch etwas zurückhaltend zeigen, lassen sich Kinder voll und ganz auf das Programm ein. Ja, ich finde es super. So ein Walking Act habe ich ja bisher noch nicht gesehen, ne? Darf ich die zwei Herren ganz kurz fragen, wie Ihnen das da jetzt gerade gefallen hat? Sehr gut. Das ist eine wunderbare Mischung aus Zirkus, Zauberei und Satire über den Medienbetrieb. Er darf ja kein Fernseher nochmal dann anfassen und nicht mit dem kommunizieren, oder? Richtig, richtig.
aber ich glaube, für jedes Alter unterhaltsam. Auch für jedes Alter, natürlich. Nicht nur für Kinder, auch für uns Erwachsene. Das Stück kann noch am Mittwochvormittag in der Feldkircher Innenstadt verfolgt werden. Kaum zu glauben, die Götzner Akrobatikgruppe Zurkaro hat es ins Finale der America's Got Talent geschafft. Familie, Freunde und Bekannte hier im Ländle fieberten via Livestream bei ihrem Halbfinale-Auftritt mit. Wir haben heute live Zurkaro im Fernsehen verfolgt und wir sind noch hin und weg von der ganzen Aufführung. Da hockt jetzt eine Nachbarin für uns, da hocken ein paar Freunde, da hockt vor allem auch ein Opa von zwei teilnehmenden Mädchen und da ist vor allem auch der Obmann von der Sportgemeinschaft daheim und ich bin seine angetraute Gattin. Es ist natürlich ein Riesenerfolg, aber ich muss schon sagen, sie haben unglaublich dafür was geschafft. Sie sind seit 10 Jahren am Trainieren und zwar übers normale Maß raus. Das kann man sich vorstellen. Die sind 4-5 Mal in der Woche in der Sporthalle und neben Studium, neben Schule, neben der Arbeit kommen die zusammen und lernen die Leidenschaft mit dem Leiter, mit dem Patch, also mit dem Pettersen und der macht natürlich eine tolle Arbeit und alle machen das wirklich auch mit Freude und mit Leidenschaft, sonst hätte das nie funktionieren. Ich muss sagen, das, was ich heute gesehen habe, von seiner Choreografie, was sie heute aufgeführt haben, so etwas Professionelles und so etwas Schönes. Und wir sind ja wirklich auch fast Trainer gekommen mit dem Ganzen. Und das hat mich unglaublich begeistert. Und ich bin so unglaublich stolz auf diese Gruppe. Ich glaube, egal was im Halbfinale passiert, das, was sie erreicht haben, ist einzigartig für Vorarlberg. Ist einzigartig für unseren Verein, ist einzigartig für Österreich, das darf man sagen. Sie haben Votings gehabt ohne Ende. Ich glaube, es war ein Rekord selbst für diese Veranstaltung, diese Anzahl der Votings. Und was bevorsteht, was danach kommt, das wissen wir alle nicht. Wir freuen uns jetzt einfach mal ganz schlicht und einfach mit dem, was sie erreicht haben. Und schauen uns das Finale an und sind ganz einfach nur furchtbar stolz. Donnerstagmorgen wird sich zeigen, ob die US-Zuschauer fleißig für Zurkaro gestimmt haben und sie so als einer von 5 Finalisten ins Finale ziehen dürfen. Das waren die Wochenhighlights für Sie. Gleich im Anschluss noch die Wetterprognose. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Der Spätsommer geht in die Verlängerung. Auch in den nächsten Tagen gibt es tolles Sommerwetter mit Temperaturen von 25 Grad und mehr. Schauen wir zunächst in Richtung Sonntag. Das Bergwetter optimal. Schon am Samstag gab es viel Sonnenschein. Am Sonntag die 0-Grad-Grenze über Pizbuin-Niveau. Auf 3000 Meter hat es 5 Grad und auf 1000 Meter zum Wandern knapp 20 Grad. Also optimale Verhältnisse. Vielleicht noch ein Satz zu den Wassertemperaturen. Ich stehe hier am Jannasee am Rietsee in Lauterach. Wasser ist ein träges Medium, das bedeutet, es dauert, bis er sich erwärmt. Aber der See kann dann die Temperaturen lange halten, auch in den Spätsommer, in den Herbst hinein, noch angenehme Badetemperaturen. So haben wir zum Beispiel heuer am Bodensee sage und schreibe Wassertemperatur von 27 Grad erreicht. Jetzt aktuell sind es noch 21 Grad. Also, und mit diesen Wetteraussichten, die wir gleich sehen, kann man auch nächste Woche noch gut baden. Am Sonntagmorgen verhaltener Start in den Tag, relativ frisch mit so 8 Grad im Bregenzer Wald, 10 Grad im Wallgau und Rheintal. Dort, wo das wärmende Bodenseewasser ist, hat es 13 Grad. Ein paar hochnebelartige Wolkenreste in den Frühstunden, die sind aber so 10 bis 11 Uhr schon weg. Und dann Sonnenschein für alle. Richtig tolles Bergwetter, wie gesagt. Die Luft ist klar, fernsichtig und am Nachmittag erreichen wir sommerliche 25 Grad. Wie geht's weiter nächste Woche? Keine Änderung in Sicht. Die Schulferien sind zwar zu Ende, aber vielleicht können die Schüler die ersten Nachmittage dann noch nutzen in der ersten Schulwoche. Es ist optimal. Es gibt Sonnenschein, 25 bis 26 Grad und auch der Mittwoch hält noch sehr sonnig durch. Das war's vom Wetter. Für Gott bei Ländle TV.